Herzlich willkommen zu meinem ersten Abonnenten-Special. Direkt oben jetzt mal verlinkt das kleine Infovideo zu allen anderen Abonnenten-Specials. Aber wir kommen auch direkt zur Sache. Ihr seht hier ein Gewinnspielformular. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Hier müsst ihr einfach euren Namen eintragen, eure E-Mail-Adresse. Und hier könnt ihr noch ein favorisiertes Spiel anklicken, welches ihr am liebsten haben möchtet. Dazu komme ich gleich. Ihr müsst hier natürlich eure E-Mail eintragen, damit ich euch den Code überhaupt zuschicken kann. Normalerweise hätte ich das auch gerne über YouTube und Kommentare gemacht, aber ja, man hat ja die Privatnachrichten auf YouTube ausgestellt, was hierfür natürlich ganz toll ist, aber jetzt haben wir das Ganze eben so geregelt, passt auch. Hier könnt ihr eben euer favorisiertes Spiel anklicken, nur eins anklicken, da werdet ihr dann im Grunde vorgemerkt, damit ich weiß, welches Spiel ihr haben möchtet, aber im Fall, dass mehrere eben das gleiche Spiel anklicken, kann es eben auch sein, dass man als Gewinner eben nicht das Spiel bekommt, was man am liebsten hätte. Ich werde das im Grunde so auslosen, erst würde ich jetzt zum Beispiel Formel 1 2015 auslosen und wenn dann die zweite Person nochmal Formel 1 2015 eingekreuzt hat, ist das eben nicht mehr in der Auswahl, sondern nur noch die drei. So ist das dann im Grunde gedacht, sodass ich möglichst die Sachen gut verteile, aber eben, wenn es nicht anders geht, bekommt man eben ein Spiel, was einem nicht so gut gefällt. Aber ich denke, das passt schon. Man hat ja immer noch was Gratis gewonnen und das ist ja, glaube ich, da wird niemand was gegen haben. Ach ja, es ist natürlich für jede Person nur eine einzige Teilnahme erlaubt. Sprich, nicht irgendwie fünfmal teilnehmen. Ich kann das theoretisch nicht überprüfen, aber bitte seid so fair und nehmt nicht mit fünf E-Mail-Adressen dran teil. Also das wäre schon ganz nett von euch. Ich will ja, dass auch mehrere Leute was gewinnen können und nicht nur eine Person. Das erste Spiel, was ich euch vorstellen möchte, ist Anna's Quest. Es kostet momentan 20 Euro auf Steam, ist von Deadlic Entertainment, einem deutschen Entwicklerstudio. Ist ein sehr, sehr, sehr cooles Game, wie eigentlich fast alle Spiele von Deadlic Entertainment. Ist schon ein bisschen älter, ist von 2015 und es ist wie die meisten Deadlic-Spiele ein Point-and-Click-Adventure in einem Fantasy-Grafikstil, sieht man hier ja auch so ein bisschen gezeichnet eben. Auf jeden Fall wie immer mit sehr, sehr vielen lustigen und hier aber auch ein bisschen düsteren Spielinhalten. Aber glaubt mir, es wird euch Spaß machen. So gut wie jedes Deadlic-Spiel ist eigentlich großartig. Deswegen Anna's Quest, mein persönlicher Favorit der vier Spiele. Ihr könnt euch natürlich selbst eine Meinung auf Steam bilden und könnt euch die ganzen vier Spiele dann immer auf Steam anschauen und dann selbst entscheiden, welches ihr haben möchtet. Ich springe dann mal zum zweiten und mache da auch nochmal so eine kurze Erklärung. Wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr euch ja den Trailer hier auf Steam jeweils anschauen oder euch die Beschreibung des Spiels durchlesen. Dann wisst ihr auch, um was es so mehr oder weniger geht. Und ja. So, das nächste Spiel ist Shadowrun Returns. Ich habe sogar hier für euch die Deluxe Edition. Das ist mit dem DLC im Grunde auch ein schönes Spiel. Mein zweiter Favorit ist halt auch schon ein bisschen älter, aber sehr, sehr gut bewertet auch. Ist auch von einem großen Publisher-Studio Paradox Interactive gepublished und ist es so ein Cyberpunk-RPG. Also, weiß nicht, ob jedem das gefällt, aber man sieht es hier ja auch so ein bisschen schon. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ist ein ziemlich, ziemlich cooles Game. Auch ein schöner Grafikstil meiner Meinung nach. So, hier ist dann auch noch der DLC, der unter anderem auch noch den Soundtrack enthält. Immer wert zu kaufen, meiner Meinung nach. Soundtracks von Spielen, vor allem von Indie-Spielen, sind meistens ziemlich cool. Und es sind auch noch ein paar Kurzgeschichten dabei. Illustrierte, also gezeichnete Sachen sind noch dabei. Kann man sich durchaus geben. So, das nächste Spiel ist Endless Space, beziehungsweise die Endless Space Collection. Nicht die Universe Collection, sondern die ganz normale Collection. Sie ist von Sega, auch schon ein bisschen älter, aber auch ein sehr, sehr cooles Sci-Fi-Strategiespiel. Wie gesagt, ich will irgendwie von allem sowas drin haben, deswegen sind es wirklich auch unterschiedliche Genres, damit ich für möglichst jeden was dabei habe. Ich weiß, es sind jetzt nicht die neuesten Spiele, aber es sind definitiv keine schlechten Spiele, was man unter anderem daran sieht. Schlechte Spiele, also sind selten bei großen Publishern dabei. Ich weiß, jeder Publisher hat mal ein schlechtes Spiel, aber die hier sind schon echt gut. Hierzu habe ich jetzt nicht großartig viel zu sagen. Wie gesagt, ist ein Sci-Fi-Strategiespiel und es ist rundenbasiert.
Hier unten gibt's wieder viel Stoff für euch zum Lesen. Wie gesagt, wenn ich jetzt aber die ganze Story dazu sagen würde, würde das Video viel zu lange gehen und wahrscheinlich wollen die meisten sowieso nur unten den Link in der Videobeschreibung anklicken und beim Gewinnspiel mitmachen. Die juckt sowieso meistens nicht, was es zu gewinnen gibt. So, und das letzte und teuerste Spiel, gleichzeitig aber auf Steam am schlechtesten bewertetes Spiel, ist Formel 1 2015. Mit 35 Euro ist es mit Abstand am teuersten, ist aber auch gleichzeitig, wie gesagt, echt nicht so toll bewertet. Ist halt ein Racing-Game, nicht mehr das neueste. Grafisch ist es aber trotzdem ganz hübsch, auf jeden Fall für die Zeit damals. Und ja, was will ich dazu großartig sagen? Ist von Codemasters und Feral Interactive gepublished und auch entwickelt worden. So viel kann ich dazu nicht sagen, weil ich selbst in Rennsport nicht so drin bin. Aber ihr könnt euch ja das Ganze auch mal durchlesen. Dann würde ich sagen, war es das von diesem Abonnenten-Special. Das nächste Special kommt am 10. November. Freut euch schon mal drauf. Beziehungsweise das nächste Infovideo kommt am 10. November. Das Special an sich geht, das kann ich jetzt schon mal sagen, bis zum 23. Dezember. Damit ihr auch da ein bisschen Zeit habt. Aber falls ihr gerade überhaupt keinen Plan habt, was ich meine, nochmal oben aufs i gehen. Da habe ich ja, wie gesagt, das Infovideo zu den Specials verlinkt. Dann habt ihr da schon mal so einen groben Eindruck, um was es bei dem zweiten Special gehen wird. So, aber jetzt habt ihr auch die Infos zu diesem Abonnenten-Special. Der Link ist in der Videobeschreibung. Einfach anklicken. Vorher aber gerne, falls ihr es noch nicht getan habt, ein Abo und ein Like auf das Video dalassen, beziehungsweise ein Abo auf meinen Kanal und ein Like auf das Video. Aber ihr wisst das ja schon. Und ciao!